Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Gehst du auf eine Beerdigung heute? Nee, ich gehe heute wählen. In Brandenburg wird auch heute gewählt, da sollten alle Sozialdemokraten mal wählen gehen heute, ne? Und das ist dann die angemessene Kleidung, oder? Naja, gut, dann müsste ich ja eigentlich auch, aber ich will ja nicht umziehen. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ich hoffe, die Brandenburger wissen, was sie heute tun. Das ist ja für die ganze Republik wichtig, dass da die Nazis nicht noch mehr Stimmen kriegen. Naja, sonst muss vielleicht Olaf umziehen, aus Potsdam weg. Ja. Wieder in den Westen, nach Hamburg, so wie Biermann damals. Ja, genau. Wenn da wieder der antifaschistische Schutzwall diesmal von der anderen Seite hochgezogen wird. Der Faschist, antifaschistische, ja, genau. Ja. Die Zeit vergeht so. Ja, da ist ja wieder einiges im Schwange jetzt, ne? Die gesetzlichen Krankenversicherungen fordern zu Recht, dass man auch mal Steuermittel bemüht, um das Gesundheitswesen zu unterstützen. Das heißt Politik hier macht. mal, Ja, mal. bei der Reform, sorry, was haben die Versicherten, die gesetzlich Versicherten, was nur ein Teil der Bevölkerung ist, damit zu tun? Alle anderen zahlen nicht. Es kann doch nicht sein. Macht laut den Kohl oder den Bismarck oder den Adolf oder was? Ja. Also die greifen wieder in die Kassen der Versicherten, der Kranken gesetzlich Versicherten und kassieren da ab, ne? Und die Privatversicherten werden da nicht dran Das gegangen. gemacht Bett. Ja, Ja, legen Sie genau. das gemacht Bett. Ein Genau, die bisschen kriegen. mehr, aber an den Kosten haben Sie sich nicht beteiligt. Wollen Sie ja auch nicht. Ja, das passt dem Lauterbach, glaube ich, ganz gut. Also da muss ich den Karl wirklich heftig kritisieren. Das geht so nicht, ja. Also du kannst nicht zugunsten deiner Freunde Maschmeyer und Co. solche Dinge hier veranstalten, Allianz und wie sie heißen. Das geht so nicht. Ne? Sehe ich auch so. Das Und der. hat finanziert zu werden, so eine Reform. Die Versicherten bezahlen ihre Beiträge dafür, dass wenn sie mal erkranken, eine Heilbehandlung erfahren. Und zwar in den Krankenhäusern, die der Staat bereithält, weil das seine gesetzliche, sogar grundgesetzliche Aufgabe ist. Wir sind ja nicht als gesetzlich Versicherte oder als Bürger direkt Eigentümer von Kliniken. Also sind wir ja nicht. Nein, Das wäre. wir sollen jetzt den Privaten auch noch ihre Kliniken finanzieren über unsere Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das geht gar nicht. Das musst du dir mal im Kopf zergehen lassen. Die privatisieren alle Krankenhäuser. Wenn sie die privatisiert haben, greifen sie der gesetzlichen Krankenversicherung in die Kasse und erzählen uns, wir müssten die Krankenhäuser finanzieren. Was ist denn das für eine Umverteilungsaktion, Kollege Karl? Oder sogar deren Insolvenzen wieder gerade biegen. Ja. Ja. Da sind wir schon da sind wir schon beim nächsten, beim Lindner, Christian. Der ist ja auch irgendwie vollkommen daneben, ne? Der will keine Tariftreue. Da sollen die öffentlichen Hände weiter Aufträge an Private geben, die nicht mal nach Tarif zahlen. Ja, der Lindner ist natürlich stark frustriert. Weil wenn man mit seinem Porsche auf Sylt ist, da kann man kaum 100 Stundenkilometer fahren mit. Also schneller geht nicht. Also man sollte ihn auf dieser Insel festnageln, ja, mit so viel Ideologie und libertärem Unsinn ist es ja langsam unerträglich, ne? Also auch da wieder wir als Steuerzahler bezahlen alles, ja, aber wenn wir möchten, dass die Leute, die wir beschäftigen, tariflich bezahlt werden, sagte Christian, nee, mit mir nicht, mein Gott. Nee, nicht nach Sylt. Nicht nach Sylt. Eher irgendwie Elba. Helgoland. Da gibt es doch irgendwo noch so unbewohnte Felsen. Helgoland würde ausreichen für den Christian, bin ich vollkommen bei dir. Ne? Das Ja. ist ja. Und der Macron hat sich keinen Gefallen getan mit Barnier, glaube ich. Die Rechtspopulisten werden stärker werden mit dieser Entscheidung und die Linkspopulisten, wenn es denn überhaupt Linkspopulisten gibt, das ist die Linke sicherlich auch. Für die Linke ist es auch aus. Die werden nicht zulegen, die werden ihren Anteil halten, vielleicht sogar abgeben müssen. Aber dass das sogenannte bürgerliche Lager,
Oder Schramm Das wird sagt, abnehmen, das wird abnehmen, alle das wird. besser fernhalten vom bürgerlichen Lager, weil das bürgerliche Lager immer überall mitgestimmt hat, also schon anfänglich bei den Ermächtigungsgesetzen, Theodor Heuss, Adenauer und so, alles bürgerliches Lager. Ja, Schramm sagt, bleibt vorn, bleibt fort davon. Ja. Ja. Nee, also ich denke jetzt an Barnier in Frankreich. Ich glaube, er hat eine Fehlentscheidung getroffen, der Macron, weil diese Entscheidung wird jetzt sein Lager schwächen. Also die Leute werden doch dann lieber das Original wählen als Macron. Und die Linke wird, teile ich deine Einschätzung auch nicht, die wird zulegen, die wird sogar sehr zulegen in Frankreich. Die haben schon zugelegt bei der letzten Wahl. Und das ist jetzt, insofern ist die Barnier-Entscheidung nach meinem Dafürhalten positiv, weil er natürlich dadurch, dass er die Rechten so stark an der, am Kabinett beteiligt, ja, einen Kardinalfehler gemacht hat. Ja, es ist vielleicht eine strategische Entscheidung, die am Ende dem Wahlbürger zeigt, dass diese Art Rechte es nicht bringen werden, weil sie Ja. einfach keinen Blick haben für komplexe Systeme. Sie wollen alles einfach haben. Also so wie die islamischen Fundamentalisten auch, die von einer Welt schwärmen, wie sie nie gewesen ist, ja, wie sie noch nicht Genau. mal im Plan steht. Und genauso da auch, die schwärmen nach einer Lernunfähig, Welt, ja. die es nie gab, ja. Lernunfähig, sage ich dir. Sie sind lernunfähig. Die werden feststellen, dass die Rezepte, die auf eine Verbetriebswirtschaftlichung der Volkswirtschaft rauslaufen, nicht funktionieren. Die werden ihren Staat genauso in die Grütze fahren, wie sie das schon lange geplant haben. Dann werden sie schreien, der Staat taugt nichts, wir müssen ihn ganz abschaffen. Und dann haben wirklich diese Wirtschaftsanarchisten, der Libertären, die Möglichkeit, auch die europäischen Staaten weiter durcheinander zu bringen. Es ist schon schlimm genug, was da in den Vereinigten Staaten läuft. Ja, aber parallel läuft es ja komischerweise auch. Was heißt komischerweise? Weil drüber lachen kann man ja nicht. In Russland und all diesen anderen Staaten ja auch. Da gibt es ja auch diese in Anführungsstrichen Wirtschaftslibertären, die dann Oligarchen heißen, die sich schon dort Staaten unter Nagel gerissen haben. Das steht uns ja Ja. noch ein bisschen bevor. Noch haben wir Strukturen, Ja. die das regeln, Aber ja. du siehst ja die Woche, Elon Musk versucht die auch sturmreif zu schießen, wie in Brasilien. Der braucht keine Demokratie, der braucht die Macht direkt in den Ländern. Die Staaten müssen nicht souverän sein, die Menschen müssen nicht über sich selbst bestimmen können. Was sollen wir mit Demokratie, sagen die sich. Jeder vor allen Dingen guckt dir zum Beispiel BlackRock an. Einen abgehalfterten Vertreter haben wir ja in Deutschland an der Spitze einer Partei, die die Kanzlerschaft anstrebt. BlackRock hat so viel Kapital, dass ein Drittel, glaube ich, aller Staaten zusammengenommen weniger haben. Ein Drittel der Staaten dieser Ja, Welt. Waren das ein nur bei Drittel? BlackRock, Ein Zweitel? Noch mal genau BlackRock, nach. Also es ist enorm. Die ja. Macht, die allein so ein Unternehmen hat, ja. Nein, also BlackRock, da muss man genauer hingucken, weil BlackRock natürlich auch die Pensionsfonds in den Vereinigten Staaten sind. Da muss man wirklich mal intensiv hingucken. Finde ich ein extra Thema. Sollten wir vielleicht auch wirklich mal ein extra drüber machen. Da gibt es ein hervorragendes Buch von der Frau Buchte, die das gesamte System darstellt. Naja, gut, Rudi, ich fürchte mal, für Sonntags haben wir heute schon lange genug gearbeitet, oder? Ja, wir machen auch gar keinen Werbeblock, weil dass ihr uns abonnieren könnt, das wisst ihr ja. Ihr müsst uns abonnieren, bringt uns mal ein bisschen vorwärts. Die Geschichten, die wir erzählen, sind wichtig, ne? Demokratischen Umfeld von Morgen solchen. wieder.